Was spiele ich eigentlich für Golfschläger? Für diese Saison ist mein Golfbag jetzt soweit klar. Ich habe 14 Schläger, was ja nicht immer jeder braucht. Und ich fange mal ganz unten an. Nummer 1, mein Putter. Das ist ein sogenannter Lab-Golf-Putter. Der sieht ein bisschen spannend aus. Und ich werde auch gerne erzählen, warum ich jeweils den Schläger spiele. Der Lab-Golf-Putter ist ein sogenannter Lab, heißt Lie-Angle-Balance. Das heißt, um diese Achsen hat er weder beim Wegnehmen noch nach vorne nehmen oder wenn ich den irgendwo hinziehe, irgendein Momentum. Das heißt, der ist komplett ausbalanciert. Das ist auch ein Center-Shaft und auch genau für diesen Lie-Winkel ist er justiert. Ich habe da drin noch ein Advanced Materials Integration Breakthrough Golf Technology. Ich sag mal, BGT heißt der Stability Tour Schaft. Das ist ein Schaft, der Graphit-Anteil entsprechend hat. Soll noch ganz besonders sein, wobei ich muss da auch sagen, der kostet, glaube ich, 300 Euro extra. Ich könnte den auch mit einem ganz normalen Schaft spielen, da ist für mich praktisch kein Unterschied spürbar. Aber ich habe ihn mir bestellt, weil ich den Schaft auch mal testen wollte und da hatte, funktioniert ja so, wie er ist, entsprechend spiele ich ihn. Spannend dabei ist auch der Griff. Der Griff hat hier eine Linie und das Ganze ist so, dass der Schaft ja mittig reingeht. Der Schaft geht schräg in den Griff und die Linie zeigt aber exakt zur Schlagfläche. Vielleicht sieht man das auch ein bisschen von oben, dass man hier zwei Ausrichtungen hat zur Schlagfläche. Ich habe mit dem Touch, ich habe früher mal einen davor, ich glaube 11, 12, 13 Jahre lang den Scotty Camerons Dual Balance, der hatte oben ein Gegengewicht im Griff, was ja auch das so ein bisschen neutralisieren soll und auch schon in so einem großen Kopf gespielt. Das ist das, was mir liegt und wo ich Freude dran habe und ich putte damit auch sehr gut. So, das war Schläger Nummer 1. Kommen wir zum Schläger Nummer 2. Komme gleich wieder ins Back. Kurzspiel. Etwas, was mir dieses Jahr, darüber habe ich auch schon mehrfach berichtet, wirklich, wirklich auf dem Platz weiterhilft, ist mein Ping Chipper. Und der Chipper ist eine Mischung aus Putter und Eisen 9. Ich sage mal, das ist der Chipper für gute Spiele, hat ja nicht so eine Monstersohle wie manche Dinge, hat eine ganz, ganz tolle Schlagfläche mit einer Suppenreaktion. Das passt mir gut und ich habe dort einen Ping-Griff drauf, der länger ist. Das ist so ein Ping-Dialer-Wedge, heißt der Schaft, heißt der Griff. Stückchen länger als die Standardgriffe, ich kann also auch gut variieren in der Länge. Länge von dem Standard-Putter, ansonsten bekanntermaßen ein gutes Teil und sehe ich interessanterweise bei immer mehr Golfern im Bag. Macht für mich das Kurzspiel leichter. Auch je nachdem, wenn man sagt, so Hälfte, 40% Flug, 60% Rollen, Hälfte, Hälfte, je nachdem, ich kann ihn ja ein bisschen variieren in der Höhe. Aber Richtung ist richtig, richtig gut. Ich habe den irgendwie viel mehr auf der Fahne, viel weniger seitliche Abweichung. Und hier spiele ich den Standard Ping Wedge Schaft, den sie hier einbauen. In der Stahlversion gibt es auch mit einem Graphitversion. So, das war Schläger Nummer 2. Dann spiele ich als Wedges und auch als Eisen Mizuno Hot Metal. Und zwar, ich hole mal das 7er Eisen raus. Sind für mich ganz hervorragend die Hot Metal Pro. Und die Hot Metal Pro Eisen sind etwas breitere Köpfe, auch wenn man sagt, ich spiele schon etwas länger. Ich kann immer besser und zuverlässiger spielen, wenn meine Schläger etwas mehr dran haben. Und ich habe auch einen wunderschönen Muscleback-Satz, einen MP5 von Isono. Ist toll für Force Clubhouse, für die Show zum Zeigen und auch wenn man den trifft, ist er super. Viel, viel, viel sicherer bin ich mit dem Hot Metal Pro. Die Pro-Variante ist eine Variante, die hat wenig Schaft. Offset ist also eigentlich ziemlich neutral gebaut. Nicht Anti-Slice, nicht Draw-basiert, wie viele andere breite Schläger, die ja so einen Schaftversatz haben. So, dass ich ja in alle Richtungen
ganz normal damit spielen kann. Als Schaft in allen Eisen und auch in den Wedges spiele ich das aber auch schon seit Jahren immer den KBS Tour, das ist ein 120 Gramm Stiff Stahlschaft. Ich hatte mal zwischendurch einen C-Taper Light X-Stiff, der 115 Gramm, der auch nur Stiff ist, steht bei X drauf. Aber für mich ist immer der KBS Tour, ich glaube seit 15 Jahren spiele ich den. Ich probiere immer wieder alles Mögliche aus, aber ich kehre immer wieder zu dem Schaft in den Tests zurück und spüre ihn einfach am besten. Dazu habe ich die Mizuno JPX 923 Hot Metal Wedges und zwar auch alle drei Gap Sand Lob. Die sind genau abgestimmt vom Loft zu dem Hot Metal Satz, sind mit dem Quad Cut Grooves, da steht wieder jede Menge drauf, eine gute Oberfläche, ich kriege einen guten Kontakt damit hin. Und für mich ist auch das Lobwedge sehr wichtig. Ich spiele das Lobwedge hauptsächlich aus dem Bunker, Sandeisen fast nie, außer ich überhaupt aus dem Fairway-Bunker ein bisschen mehr Transport. Aber ich habe irgendwie in letzter Zeit ein ziemlich ordentliches Bunkerspiel entwickelt und mit dem 60 Gramm Lobwedge komme ich damit sehr, sehr, sehr gut klar. Meine Eisen und meine Wedges sind alle ein halbes Inch länger und der Leihwinkel ist 2 Grad upright. Ich habe eine Zeit lang flat gespielt, bin ich sehr von innen gekommen und jetzt komme ich wieder neutral, eher ein bisschen, je nachdem, dass ich also relativ gerade an den Ball komme mit den Eisen. Manchmal ein bisschen von außen, ein bisschen von innen, je nach Tagesform, immer so um die Nullachse rum. Aber der Leih passt für mich am besten. Ja, die Eisen spiele ich bis einschließlich Eisen Nummer 5. Da höre ich dann auf mit den Eisen. Ich habe auch ein Eisen 4 noch aus dem Satz, aber das ist zum Trainieren. Das ist nicht, um voll zu schlagen. Tut mir sehr, sehr gut. Die 5 ist nicht immer ein Vollschwungschläger. Das ist oft auch so die sehr flachen. Ich mache das gerne, wenn ich so im unter Bäumen liege, unterm Rough, ähnliche Dinge, habe ich irgendwie mit dem Eisen einen besseren Touch, auch mit dem Stahlschaft und kriege ihn gut nach vorne, gut flach nach vorne. Ja, dann gibt es was Neues. Das, was ich die erste Saison jetzt eigentlich seit 3 Wochen erst spiele, ist nämlich ein Hybrid. Und da ist mein Hybrid Ping G 430. Und das Ping G 430, das ist jetzt das Hybrid 4 und ich spiele Hybrid 4 und 5 dieses Jahr. Und meine ganzen Hölzer und Driver spiele ich mit einem TPT-Schaft. TPT ist ein Spezialanbieter, Schweizer Unternehmen, wird in Europa, in Polen gefertigt, wird automatisiert, ein Schaft ist exakt wie der andere in der Fertigung. Und bei dem Hybrid Fairway-Hölzern und beim Driver spiele ich den 18 High, heißt der Schaft. Regular Plus kann bei dem Schaft ein bisschen weicher gehen und der geht richtig gut nach vorne. Ja, also Hybrid 4 und 5. Und dann haben wir noch einen weiteren Ping-Schläger, das Ping Holz 5, das die Version, die G430 Max Version. Es gibt ja noch eine SFT, also Anti-Slice Version und es gibt auch, seit heute darf man es erzählen, eine Low-Spin Technology Version als Holz 3. Die habe ich aber noch nicht geschlagen, aber für mich ist die 5 eigentlich universell. Ich mache genug Strecke damit, 200 Meter Transport, easy going, machbar. Dann kommt Hybrid 4, 185, 190 Meter und dann das 5er dazwischen auf 175, 180 Meter. Das ist so das Ziel. Letzte Saison, vorletzte oder die Jahre davor, habe ich oft Holz 5, 7 und 9, weil ich die Hybriden einfach nicht getroffen habe, gespielt. Aber jetzt probiere ich mich mal mit einer anderen Zusammenstellung. Aber vielleicht nehme ich auch noch ein Holz 7 mit dazu. Das kann auch sehr, sehr gut sein. Oder ein Holz 3. Aber erstmal habe ich damit ja 14 Schläger. Und der 14. Schläger, Titleist TSR. Und zwar der TSR 2 ist das. Auch wieder mit dem TPT-Schaft. Und zwar habe ich den in der 8 Grad Version und den habe ich noch runtergeschraubt auf 7,25 Grad. Ich habe immer gerne ganz, ganz, ganz wenig Loft und da gibt es gar nicht viel in der Branche.
Ich habe ja noch von Cobra den Aerojet, den 7,5 Grad Version, Low Spin. Aber die LS-Version ist super, wenn man ihn in der Mitte trifft. Aber ich verteile doch die Schläge gerade, wenn ich hart haue, sehr, sehr viel überall auf der Fläche. Da ist der federverzeihend. Der zweite, der noch gegangen wäre, den gibt es aber eben nicht in flacher Luft, ist auch der G430 Max. Auch der LS ist ein super Driver. Auch den habe ich ja in 9 Grad, konnte den runterschrauben auf 7,5. Aber die Low-Spin-Varianten haben halt immer den Schwerpunkt weiter vorne und sind deshalb zwangsläufig, das aber auch so gewollt, etwas weniger fehlerverzeihend. Und ich habe es jetzt ausgiebig getestet und ich bleibe jetzt bei meinem Titleist TSR 2 für die Saison. Im Training nutze ich die anderen auch gerne, gerade wenn ich hier sagen will, lange Drives schlagen, weil wenn die dann in der Mitte sind, wenig Spin aufwärts, dann kracht es natürlich auch nochmal richtig. Ja, eins muss man auch sagen, meine Driver, wenn ich die schlage, da ich auch wirklich sehr, sehr hart schlage, habe ich es eben auch oft, dass ich hier dann Skymarks produziere, unten an der Kante mal treffe, also innen weniger, an der Spitze auch weniger, aber eben doch die gesamte Höhe ausnutze bei harten Schlägen. Aber dieser Driver sieht da sogar noch einigermaßen gut aus mit wenig Lackabplatzung. Ich habe nur ein paar Spuren vom Bällen drauf. Aber für mich sind das Werkzeuge und wenn man die, wie ich, viel schlägt, ich habe vorhin wieder Speedtraining gemacht. Heute waren es vielleicht 40 Drives noch hier. Aber das dreimal, viermal die Woche sind 120, 150. Ja, mal 40 sind ein paar tausend Schläge im Jahr, die so ein Ding abkriegt. Und wenn da mal was nicht zentriert ist und in die Bereiche geht. Alles gut, so ist das Ganze. Ja, ansonsten habe ich noch für mich beim Spielen, gibt es noch ein wichtigstes Utensil. Neben irgendwelchen Gadgets, Laserentfernungsmesser. Ich spiele gerne einen Pro V1X Left Dash Ball, Low Spin im langen Spiel. Mag ich gerne viel Spin im kurzen Spiel. Und so mein Wichtigstes ist, was ich mit auf die Runde nehme, das ist meine Einstärkenbrille. Ich habe gemerkt, wenn ich mit meiner Gleitsichtbrille rausgehe und ich gehe eben in den Bereich, Lesebereich, ähnlich Dinge, ich drehe ja den Kopf auch immer ein Stück, Gott sei Dank, mit. Dann ist das für mich irgendwie völlig irritierend. Ich habe es 2 Jahre getestet, als ich die bekommen habe. Keine Chance, damit sauber die Bälle zu treten. Einstärkenbrille, damit ich unten den Ball sehen kann und wo er hingeht. Scorekarte kriege ich aber noch hin. Meine Sehstärke ist nicht so hoch. Aber hilft mir ungemein. Die ist immer im Back und auch hier beim Training für mich sehr wichtig. Alternative ist ohne Brille spielen, aber das ist nicht ganz so gut. Für andere, wenn die hier zum Fitting kommen, wird auch gefragt, und was findest du am besten? Ja, was ich am besten finde, ist einfach das, was da am Abschlag für die jeweiligen Spieler am besten funktioniert. Das hat ja, jeder hat ja seinen Schwung, hat ja nichts mit mir zu tun. Und ich habe auch schon sehr, sehr viel durch. Es gibt ein paar Sachen, wo ich immer wieder hinkomme. Ich habe jetzt, das ist mein 2. Hot Metal Pro Satz. Letztes Jahr habe ich die Cobra One Length Eisen gespielt, Limited X. Funktioniert auch sehr gut. Ich habe schon mal Callaway Eisen gespielt, die Apex mit dem Cup Face, auch sehr gute Eisen. Es gibt halt unglaublich viel Gutes im Markt und schauen wir mal, was dann bei den nächsten Neuigkeiten so rauskommt. Aber eigentlich bin ich, die Kaffeemaschine schaltet sich gerade aus und fertig. Für mich heißt das aber so, dass ich natürlich hier immer aus dem Vollen schöpfen kann. Ich habe auch wirklich alle Driver, die neuen, probiere ich jedes Jahr durch. Und ich habe da die TPT-Schäfte auch im Fitting mit einem Universaladapter, dass ich die also auf dem Cobra, auf dem Callaway, auf dem TaylorMade, wo auch immer draufschrauben kann. Mache ich dann auch eben mit meinem Schaft. Aber es ist für mich dieses Jahr auch zusammen mit Ping, muss man wohl sagen, ein Titleist und auch der TaylorMade kommt auch oft gut vor. Die anderen auch alle mal wieder, hatte ich heute auch wieder. Aber für mich hat der TSR 2, so wie ich den Ball treffe, relativ neutral in dem Bereich und vor allen Dingen im Aufwärts, 4, 5, 6 Grad, die Schlagfläche mit dem höchsten durchschnittlichen Ballgeschwindigkeit. Auch bei den Eisen hat sich ja viel getan. Die Hot Metal Pro und auch die Hot Metal, die Schlagfläche ist ja nochmal dünner geworden, nochmal eine härtere Legierung. Und ich kriege da auch unglaublich viel Ballgeschwindigkeit raus. Sogenannten Smash-Faktor macht Weite halt für mich leicht. Wedges sind etwas breiter und fehlerverzeihender als diese ganz schmalen Blade-Wedges. Ich habe auch einen tollen Satz Woki-Wedges von Bob Woki gefittet, selber in Kalifornien. Den halte ich in Ehren. Der geht auch nie weg. Der kommt mal in mein Sammelregal.
Aber so ein bisschen mehr Fehlerverzeihung, ein bisschen größer, hilft mir schon. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Morgen geht's wieder damit auf die Runde, ein paar Löcher spielen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.